baut, hat viele Fragen. Bauen und Wohnen ist zu Gast im Hausbaupark Villingen-Schwenningen und hat sich von den Experten vor Ort die Antworten geholt. Ein Kühlschrank, der auf dem Handy anzeigt, was in ihm drin ist. Und eine App, die uns sagt, was wir jetzt kochen können. Daran hat der Kühlschrankhersteller Liebherr gearbeitet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Heute aus dem Hausbaupark in Villingen-Schwenningen. Wir sprechen heute mit verschiedenen Experten rund um das Thema Hausbau. Was sind die wichtigsten Fakten, die Sie unbedingt beachten sollten? Beginnen wollen wir mit unserer Rubrik Zukunft Wohnen, wo wir Ihnen Dinge und Entwicklungen zeigen, die das Leben schöner, einfacher und besser machen. Heute geht es um einen Kühlschrank, der mit Kameras erkennt, was im Kühlschrank ist, und er schlägt Ihnen auch vor, was Sie damit kochen können. Außerdem kann er noch viel mehr. Zukunft Wohnen wird Ihnen präsentiert von Velux Active, dem Smart Home System für ein optimales und gesundes Raumklima im Dachgeschoss. Und wir sind handwerk.de. Bei uns finden Sie Ihren passenden Handwerker. Was Miele für die Waschmaschine ist, Liebherr bei Kühlschränken. Die Anforderungen an das eigene Produkt sind hoch. Die Aggregate aus Ochsenhausen sollen besonders leise sein. In diesem Schallmessraum fangen 10 Mikrofone die Geräusche ein, die so ein Kühlschrank macht. Ein Gerät, das laute Knackgeräusche von sich geben würde, würde nie im Leben Ochsenhausen verlassen. Außerdem wird jede Serie einem Stresstest unterzogen. Hier werden 15 Jahre Gebrauch simuliert. Das bedeutet, 350.000 Mal wird ein Kühlschrank auf- und zugemacht. Außerdem wird in diversen Klimakabinen getestet, wie die Geräte mit tropischen Temperaturen klarkommen. Seit 1989 spielt auch das Thema Haltbarkeit von Lebensmitteln in der hauseigenen Forschung eine Rolle. Dafür wurden Biofresh-Fächer entwickelt, in denen Milch, Fleisch und Fisch sowie Obst und Gemüse im Vergleich zum normalen Kühlbereich länger haltbar sind. Und genau da setzt der Kühlschrankproduzent erneut an, beim Lebensmittelmanagement. Für das Kühlschrankmanagement der Zukunft ist Andreas Gieser mit seinem 30-köpfigen Team verantwortlich. Hier in Oberopfingen bei Memmingen wird an der Vision von einem digitalen vernetzten Kühlschrank gearbeitet und geforscht. Ein wichtiges Anliegen war, dass alle unsere neuen Entwicklungen den Kunden im Alltag helfen. Und das war zum Beispiel dann das Thema mit der Fridgecam, wo wir einfach gesagt haben, ein Bild vom Innenraum des Kühlgeräts kann schon so viel Mehrwert bieten. Gerade beim Einkaufen, wenn man nicht mehr weiß, ob man Milch zu Hause hat oder wenn man sich überlegt, was man heute Abend kochen soll. Andreas Gieser zeigt uns, wie die neue Kühlschrankkamera auf ihren Einsatz vorbereitet wird. Wir setzen zum Beispiel beim Übertragen des Netzwerkschlüssels auf eine der sichersten Methoden, nennt sich Blink-Up. Und dazu muss ich die Kamera nur auf das Display legen. Und die optische Lichtsequenz, die überträgt jetzt das Passwort direkt an die Kamera. Und das ist unhackbar, weil es keine digitale Verbindung ist, sondern einfach eine Lichtsequenz ist, die das hier übermittelt. Und dann zeigt auch die Kamera schon, dass sie den Netzwerkschlüssel empfangen hat, leuchtet grün. Und jetzt kann der Kunde sie mit der App zusammen im Kühlschrank einrichten. So wie der Kühlschrank das nächste Mal geöffnet wird, wird die Kamera geweckt. Geht die Tür wieder zu, macht sie ihr Bild. Das ganze Thema mit Türschließung war eine große Herausforderung, weil dementsprechend kann man sich vorstellen, die Kamera soll ja in genau dem Moment der Türschließung ein Bild machen. Und wenn die Tür mal zugeschmissen wird, trotzdem ein scharfes Bild zu bekommen, das waren so die Themen, wo wir sehr lange, sag ich mal, gebraucht haben, um da auch wirklich die Qualität zu haben, die wir dem Kunden geben wollen. Und auf der anderen Seite genau das Thema Einsatzmöglichkeit. Also wie platziere ich die Kamera jetzt wo, damit ich immer das beste Bild habe. Und in Wahrheit wird es der Kunde letztlich individuell entscheiden, weil dem einen ist vielleicht der schöne Bildausschnitt wichtiger und dem anderen vielleicht lieber, dass er alles erfasst. Und dahingehend haben wir so flexibel wie möglich die Lösung für den Kunden gemacht, damit er das Beste aus der Lösung ziehen kann.
Mit dem Handybild landet der Kühlschrank in der Hosentasche und er wird über eine Smart-Device-Box mit einer Rezeptdatenbank verbunden. Miriam Hunger, unter anderem verantwortlich für die Rezepte-App, erprobt das System im Alltag. Noch am Arbeitsplatz kann sie vor dem Einkauf das aktuelle Bild abrufen. Ich mache jetzt hier einfach das aktuelle Kühlschrankbild auf. Sehe direkt, dass der Kühlschrank sehr, sehr leer ist. Ich habe Milch, Kinder Country, Ketchup, gut, Oliven, da kann man was mit anfangen. Dann suche ich mir ein passendes Rezept raus. In dem Fall habe ich jetzt hier Mini-Pizzen mit Oliven und Sardellen. Ich sehe auch direkt hier, dass die Oliven grün, dass die wahrscheinlich vorrätig sind. Ich sehe aber auch Mehl, Zucker, Salz, das habe ich alles zu Hause. Das nehmen wir einfach an, dass der Kunde das da hat, um es einfach ein bisschen leichter zu machen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Tomaten, habe ich auch vorrätig, die sind ja nicht im Kühlschrank. Zwiebel, Knoblauchzehen. Also ich sehe, dass eigentlich gar nicht mehr so viel fehlt, dass ich heute Abend dann auch das Rezept kochen kann. Ich setze dann die Zutaten auf die Einkaufsliste, die fehlenden natürlich nur. Gehe dann in die Einkaufsliste, hier mit einem Klick. Und schon habe ich meinen persönlichen Einkaufszettel generiert und ich kann einkaufen gehen oder mein Partner geht nachher einkaufen, wenn er auf dem Weg nach Hause ist. Also ja, wie es reinpasst. Und das ist erst der Anfang. Zukünftig wird jeder Einkauf ins System übertragen. So werden alle Lebensmittel erfasst, auch die, die nicht im Kühlschrank landen. Ziel ist es außerdem, dass die Software automatisch eine Inventarliste erstellt und selbstständig Rezepte vorschlägt. Das heißt, wir möchten das Gesamtsystem so intelligent machen, dass sogar solche Szenarien wie eine Information, eine Erinnerung an, wie wäre es mit etwas mit Zucchini, weil die liegt noch im Biofresh, da sieht die Kamera derzeit nicht hin, aber auch das ist durch das Gesamtsystem leistbar und da arbeiten wir dran. Das alles dient dem übergeordneten Ziel, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Neben dem reinen Kühlbereich sind wir auch dran, zum Beispiel den Trockenvorrat abzubilden. Das heißt, die Fridgecam lässt sich auch in normale Vorratsschränke integrieren. Aber auch das Thema Gefrierschrank ist uns ein Anliegen. So arbeiten wir an Zubehörlösungen, zum Beispiel mit QR-Codes, die letztlich mit der App genutzt werden können, um beispielsweise übrig gebliebenes Fleisch vom Grillen einzulagern und dann mit einer passenden Rezeptidee daran erinnert zu werden. Weil auch hier sehen wir wirklich eine massive Lebensmittelverschwendung, weil man Dinge einfriert, dann nicht mehr dran denkt und dann sicherheitshalber natürlich wegschmeißt. Und auch dort wollen wir Lösungen bieten. Und wenn man das alles sieht, dann geht es weit über das reine Kühlen hinaus, hin zu einem wirklich organisierten Lebensmittelmanagement, wo die Kunden individuell für sich entscheiden können, was aus dem System sie gerne nutzen, um ihren Alltag zu erleichtern. Im Jahr 2019 soll der erste smarte Kühlschrank das Werk in Ochsenhausen verlassen. Aus einem Kühlgerät wird ein intelligenter Lebensmittelmanager, der uns dabei unterstützt, weniger Lebensmittel zu verschwenden und uns zu mehr Abwechslung in der Küche inspiriert. Und nun sind wir bei unserem ersten Experten angekommen, Matthias Döring von Fertighaus Weiß. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen, sehr gerne. Jederzeit. Herr Weiß, wenn man über Fertighäuser spricht, sagt man oft, das gibt es zu einem fixen Preis und zu einem fixen Einzugstermin. Ist das wirklich so? Kann das garantiert werden? Also das ist wirklich so. Es ist ja auch zum einen, es ist ja in dem neuen Bauwerksvertragsrecht geregelt, was seit Januar 2018 gilt. Das heißt, dort wird ein Fertigstellungstermin genannt, die Dauer der Ausführung und natürlich auch ein Festpreis. Und auch die Unternehmen, die dem BDF angehören und der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, dort gibt es verschiedene Kriterien und unter anderem auch natürlich die Ausführungszeit eben und auch der Festpreis. Was passiert jetzt, wenn es in der Bauphase zum Beispiel einen langen Winter gibt? Wenn es einen langen Winter gibt, dann stört gerade uns das auch nicht. Das ist ja der Vorteil auch dann der Fertigbauweise. Das Haus an sich entsteht ja in Werkshallen, natürlich in geschlossenen Werkshallen. Auch der Transportweg erfolgt dann in geschlossenen LKWs. Und die Montagezeit für ein Gebäude mit einer durchschnittlichen Größe von rund 150 Quadratmeter, das entsteht innerhalb oder in der Montagezeit von 1 bis 2 Tagen maximal. Also entsteht das Haus im Grunde genommen im Trocknen, dann ist das Dach drauf und das Haus ist ab dann eben regendicht. Ich möchte noch mal zum Preis zurückkommen. Da sieht man auch in der Werbung ganz große Spannen. Das fängt an, wo ich denke, oh, da gibt es nicht mein Wohnmobil, bis natürlich Open End. Gibt es so ungefähr einen Durchschnittspreis und kann man den Preis wirklich kalkulieren von Anfang an?
Also da gebe ich Ihnen zum einen recht, die Preisspanne, die man eben sieht in der Werbung, die ist relativ groß. Das Wichtigste für den Bauinteressenten ist einfach, sich eine Meinung zu bilden, um dann auch sowas einschätzen zu können. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Bundesamt für Statistik mit Baukostenindex, Architektenkammer und so weiter, um sich da in unterschiedlichen Foren dann dementsprechend mal zu informieren über die Baukosten. Es sind natürlich auch viele Dinge, die dazugehören zu den Baukosten, nicht nur das Stück Haus, die Architektenleistung und so weiter, Baunebenkosten etc. An die man gar nicht denkt. Und an die man eben dann nicht denkt, woher soll man es auch wissen als Laie dann. Und nichtsdestotrotz als realistischer Richtwert mal für ein Haus mit Bodenplatte, schlüsselfertiges Haus, in einem sehr guten energetischen Stand natürlich dann auch, sollte man mal kalkulieren zwischen 1.700 und 1.900, 1.950 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Abschließende Frage an Sie. Wie individuell kann ich ein Fertighaus heute wirklich bauen? Man kann ein Fertighaus sehr individuell bauen. Man kann in der Tat mit einem weißen Blatt Papier anfangen dann. Und was man immer beachten soll, sind natürlich die Vorgaben vom Bebauungsplan zum einen. Man soll sich schon auch einen Partner suchen, der herausfindet, wo die Wünsche der Familie einfach auch liegen. Das kann jetzt durchaus auch mal eine vorgedachte Lösung natürlich auch sein, die man dann anpasst eben an die Rahmenbedingungen vom Bebauungsplan zum Beispiel. Aber die Unternehmen, die sich heute am Markt bewegen, sind alle in der Lage, auch individuell zu planen und zu bauen. Herr Döring, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, wir machen nun eine ganz kurze Pause. Danach geht es bei uns weiter mit einem ganz interessanten Adventskranz, der Sauna für zu Hause und weiteren Experten. Bis gleich. Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Bevor wir mit weiteren Experten unter anderem über Themen reden wie die Grundrissplanung oder versteckte Kosten, wechseln wir nochmal das Thema. Und zwar kommen wir zum Adventskranz. Haben Sie schon einen zu Hause? Wenn nicht, dann haben wir jetzt eine ganz coole Idee für Sie, wie Sie Ihren Adventskranz einfach selbst basteln können. Welche Deko darf so kurz vor Weihnachten natürlich auf keinen Fall fehlen? Der Adventskranz. Und da macht sich ja jeder so seine Gedanken, wie soll der denn in diesem Jahr aussehen? Und deswegen sind wir zur Silke gefahren, die immer wieder tolle Ideen hat, was Basteln angeht. Und du hast ja auch in diesem Jahr was Tolles überlegt, wie der Adventskranz aussehen kann. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, wir machen mal was ganz anderes. Wir machen eine Schublade als Adventskranz. Dafür habe ich eine alte Schublade gefunden. Die stand mal aus einem Nähtisch. Und dann habe ich innen rein Steckmoos gemacht, Moos draufgelegt und individuell verziert. Da machen wir uns einfach mal so eine Lage Steckmoos hier rein. Genau, also damit man das hier auch mal sieht. Wir haben das hier schon drin. Dann kann man Moos nehmen. Und das jetzt einfach, kommt einfach drauf. Man kann das Moos auch immer ab und zu mit so einem Sprüher, mit Wasser besprühen, dann bleibt es auch immer frisch. Ah, das ist auch ein super Tipp. Mhm. Siege, wir haben bei deinem fertigen Beispiel vorher schon gesehen, du hast da 4 Teelichter reingesteckt. Es geht auch anders, man kann auch Stabkerzen nehmen, da gibt es auch solche Stecker zu kaufen. Man kann auch diese Blockkerzen nehmen, da gibt es auch diese Teller zum drunter reinstecken. Nur ist eben wichtig, dass man einen Stecker drunter hat wegen der Brandgefahr. Was ich vorher richtig schön fand an dem Gesteck, wo ich gesehen habe, war diese Borte. Die gibt es schon fertig zu kaufen mit so einem Klebestreifen hinten dran. Das ziehe ich nur so ab. Ach, und dann kann ich die quasi wirklich... Und dann kann man die hier ankleben. So, super. So. Sie hält auch. Genau. Silke, wir haben fertig dekoriert und ich finde, man sieht jetzt ganz schön an unserem Beispiel im Vergleich zu dem, das wir vorher gesehen haben, dass wir da wirklich alle Möglichkeiten haben und wirklich in den unterschiedlichsten Stilen auch dekorieren können. Es ist eine Deko, die jeder zu Hause hat. Man kann Moos zu Hause finden, eine Kiste finden und man hat was Schönes dann draus gemacht. Und vom Adventskranz kommen wir zu unserem nächsten Experten, und zwar Klaus Berger von der Firma Renschhaus. Mit ihm wollen wir zum Beispiel über die versteckten Kosten sprechen. Grüß Gott, hallo, herzlich willkommen bei der Firma Rensch. Herr Berger, was sind denn die 3 größten Kostenfallen, an die man nicht denkt?
Nun, meistens versucht man Geld zu sparen beim Bodengutachten, was absolut unsinnig ist, weil man sollte wissen, wie der Grund für das Traumhaus ausschaut, damit es auch tragfähig ist. Bei den Baunebenkosten ist es so, dass man oftmals zu niedrig ansetzt und das Thema Schnittstellenthematik alles aus einer Hand. Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen, ja, Baunebenkosten. Ja. Was sind eigentlich die Baunebenkosten? Also Baunebenkosten, da gehört natürlich dazu jetzt Erdarbeiten, die können wir über uns in Auftrag geben, die können wir auch direkt durch den Kunden in Auftrag geben lassen, aber es sind auch Themen wie zum Beispiel Einbauküche, da wird oftmals nicht dran gedacht. Wenn man ein neues Haus baut, möchte man in der Regel auch eine neue Küche dabei haben. Und ja, das sind so Hauptthemen, die da Kosten verursachen können, gerade auch bei den Erdarbeiten. Beim Fertighaus sagt man immer, man macht einen Preis aus und der steht dann. Und trotzdem passt der Preis ja ab und zu nicht. Warum kommt das denn nicht? Sind die Bauherren am Ende sagen, ach doch, die andere Fliese oder auch das oder ich habe etwas vergessen. Woher kommen denn noch die Preisschwankungen? Das ist auch das Thema, dass mal gern das Material gewechselt wird. Es ist jetzt mittlerweile klar fixiert, was für Unterlagen der Kunde in die Hand bekommen muss, damit er entscheiden und vergleichen kann. Und wir gehen natürlich gerne her und zeigen in unserem Werk die Ausstattung, die Bemusterung. Wir machen Werksführung, also der Kunde soll sehen, was er von uns bekommt. Dann gibt es ja noch KfW 40 Häuser, KfW 55. Was verbirgt sich eigentlich dahinter und wie sieht es dann mit den Förderungen dazu aus? Also KfW 40 ist es so, wir bauen serienmäßig KfW 40. Das heißt nichts anderes wie 60% besser wie das Referenzgebäude, was staatlich vorgegeben wird. Diese 60% besser haben den Vorteil 60% Einsparung natürlich an den Heizkosten auch. Und das fördert der Staat über die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit einem Darlehen, das Programm 153 in Höhe von 100.000 Euro. Zurückzahlen muss ich allerdings nur 90.000, also Tilgungszuschuss 10.000 Euro, das ist schon was. Es gibt dann noch weitere Programme wie das 124 und das 431, auch das sollte man sich als Bauherr genauer anschauen. Herr Berger, vielen herzlichen Dank. Danke ebenfalls. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt doch mal eine ganz kurze Pause. Dann zeigen wir noch die Sauna für zu Hause und wir sprechen mit dem nächsten Experten über die perfekte Grundrissplanung. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Wir sind schon beim nächsten Experten und zwar bei Thomas Lopian von der Firma Okalhaus. Danke, dass Sie die Zeit nehmen. Sehr gerne. Mit Ihnen wollen wir über das Thema Grundriss und Elektroplanung sprechen. Kommen wir mal zu den Grundrissen. Hier ist ja ganz viel Entwicklung drin. Wo ist der Trend heute beim Grundriss? Die Küche im Mittelpunkt und das Haus außenrum? Ja, ich würde es mal ganz individuell betrachten. Der Mittelpunkt der Planung liegt in den Bedürfnissen und in den Wünschen der einzelnen Kunden oder Bauherrschaften. Bei den einen Leuten ist die Küche im Mittelpunkt, bei den anderen Leuten der Aufenthaltsraum, Wohnen, Essen. Und daraus gestaltet sich dann eine Grundrissplanung. Im Vordergrund stehen die Wünsche und Bedürfnisse. Aber wie ermittle ich überhaupt die Bedürfnisse? Ich habe immer den Eindruck, also geht auch mir so, ich komme in so ein Haus und denke, hier würde ich sofort einziehen. Kann es sein, dass aber alles viel zu groß ist? Genau. Deshalb Schritt für Schritt. Wir ermitteln die Bedürfnisse, indem dass wir die Kunden abholen in Gewohnheiten. Wo halten sie sich auf? Was machen sie? Wo haben sie ihren Mittelpunkt? Was ist ihnen wichtig? Und umso mehr Informationen und Detailinformationen wir erhalten, umso genauer können wir dann den Grundriss drumherum um die Gewohnheiten auch planen. Was sind so die wichtigsten Punkte beim Grundriss? Die wichtigsten Punkte sind natürlich die Fläche, der Raumbedarf an Zimmern dazu. Möchte ich was offen haben? Möchte ich über weite Strecken mich mit den Leuten unterhalten? Oder habe ich es ein bisschen gemütlicher? Das sind so die Hauptfaktoren. Ein großes Thema ist Elektroplanung. Man stellt immer im Endeffekt fest, da fehlt die Steckdose oder da ein Lichtschalter. Wie soll das gehen? Das geht ganz gut. Da bekommt man Begleitung, da bekommt man Unterstützung. Sobald wir die Grundrisse gestaltet haben, geht man einen Schritt weiter und überlegt, welche Möbelstücke, welche Anwendungen habe ich in diesen Räumen. Und daraus resultiert dann eine erste Elektroplanung in Form von einem Vorschlag. Und dann tut es der Kunde in der weiteren Planung noch präzisieren. Ich denke, das Thema ist auch wichtig im Bereich auf Smart Home. Was versteht man überhaupt unter Smart Home? Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Smart Home und intelligenter Haussteuerung. Absolut. Smart Home möchte ich als Überbegriff betrachten. Smart Home bedeutet einfache Bedienung von einzelnen Geräten, Staubsaugerroboter als Beispiel. Intelligente Haussteuerung bedeutet, die Geräte zu verknüpfen im Verhalten des Hauses zu instruieren,
Beispiel, die Sonne scheint von Süden, fahr mir jetzt automatisch die Rollläden runter, damit ich eine Beschattung habe und es schön kühl im Haus habe, dass das Haus mitdenkt. Das ist eine intelligente Haussteuerung. Herr Lopian, vielen herzlichen Dank für die Information. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, und falls Sie jetzt schon ein Haus haben und über eine Sauna nachdenken, dann bekommen Sie jetzt ganz wertvolle Tipps, wie Sie sich Ihre Sauna verwirklichen. Sauna wird im zweiten Stock eingebaut und nicht im Keller, weil es dort oben gemütlicher ist, so die Besitzer. Nee, es macht nichts aus. Kein Problem. Wenn man Fliesenboden hat oder je nachdem, wie der Boden geschaffen ist und der Platz dazu, ist es kein Problem. Platz ist hier genug. Deshalb passt hier die größte Sauna in dieser Kategorie rein. Sie hat eine Größe von ca. 1,60 m. Zwei Leute haben Platz. Wir bauen jetzt im Prinzip den ersten hinteren Korpus, sagen wir dazu, zusammen. Und an diesem hinteren Korpus hängt dann nachher die ganze Verkabelung. Und das ist auch der Korpus, wo nachher an der Wand befestigt wird. Also der Grundkorpus, wenn man so will. Wo dann auch die Liege eingebaut wird und so weiter. Und das ist das Erste, was wir im Prinzip montieren. Zum Erhitzen der Indoor-Sauna wird Strom benötigt. Bei dieser Ausführung wird kein Starkstrom gebraucht. Nee, in dem Fall ist es eine 230 Volt Variante. Das heißt, wir können es einfach ins Stromnetz verbinden. 3,3 kW und funktioniert quasi über Schokostecker. Passt perfekt für Hausherr Michael Friedrich und seine Frau. Und der Einbau geht ziemlich schnell. Die Installateure brauchen nur 3 bis 4 Stunden für die schrankähnliche Sauna. Wichtig, sie muss in der Wand verankert werden, denn die Saunakabine ist ausfahrbar. Und dann kommen wir im Prinzip schon zu der Front, also zu der Vorderseite der Kabine mit Glastüre, Festgläser und so weiter. Ofen noch rein und dann machst du es auch schon, dann ist sie fertig. Die Sauna ist nun fertig installiert. Wird sie nicht gebraucht, sieht sie aus wie ein Schrank. Auf Knopfdruck wird sie ausgefahren. So ein Modell kostet ca. 15.000 Euro. Wichtig ist allerdings, nach dem Saunagang im Homeoffice ordentlich zu lüften. Also wir sind regelmäßige Saunagänger. Seit ich als Jugendlicher damals in Skandinavien im Urlaub war, habe ich das Saunabaden eigentlich immer gepflegt. Aber das Thema ist einfach so, in den normalen Wohnräumen passen Saunas eigentlich in der Regel immer nur so in die Keller-Technik-Ecke runter. Da hätten wir uns von der Saunasituation her nicht wohlgefühlt, unser Saunabad zu begehen. Jetzt können die Friedrichs unkompliziert im Obergeschoss ihres Eigenheims die Sauna anwerfen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Wir verabschieden uns hier aus dem Hausbaupark in Villingen-Schwenning mit den schönsten Bildern des Tages. Und ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind. Tschüss! Das perfekte Raumklima zu Hause und das sensorgesteuert, im Zeitalter von Smart Home kein Problem. Wir stellen Ihnen eine Technik vor, die automatisch lüftet, wenn das Fenster geöffnet werden soll. Klassisch Rot-Gold-Grün, Engel und Lametta oder doch Kupfer-Pastellfarben Hirsch und Lammfell. Bei Bauen und Wohnen erklärt eine Expertin, welche Trends dieses Jahr an Weihnachten angesagt sind.